So, willkommen zurück zu Chef, ein Restaurant-Tycoon-Spiel. Ich selber bin einer der Köche hier, da, und habe noch sechs andere Köche eingestellt. Also wir sind sieben Köche in der Küche und 15 Kellner habe ich auch als Angestellte. Mein Restaurant hat 62 Sitzplätze. Wir sind ein bisschen rustikaler eingerichtet hier. Ein paar alte Bilder, so eher so eine Art Weinstube, aber mit einer recht großen Küche. Steht sogar ein Flügel. Wie ein Flügel in so eine Weinstube reinpasst, keine Ahnung. Und unsere Karte ist eigentlich auf Gemüse bzw. vegetarische und vegane Gerichte ausgerichtet. Natürlich Alkohol gibt es auch. Ja, ich glaube, so ein paar Pasta-Gerichte hatten wir auch. Aber wie gesagt, kein Fleisch, kein Fisch. Falls ich nichts übersehen habe. Und unser Restaurant ist echt beliebt. Seht, wie viele Leute davor warten. Aber wir sind leider mit den Tischen schon ausgebucht. Auch wenn hier so einzelne Plätze frei sind, aber ich kann die neuen Gäste nicht mit zu anderen Gästen setzen. Die verstehen sich scheinbar nicht ganz so gut. Ach, und wir drücken mal ein bisschen aufs Tempo. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile unser drittes Restaurant. Die Läden, die wir vorher hatten, waren eher so auf Masse ausgelegt, wobei das auch schon echt sehr viele Leute sind hier. Aber ich glaube, das letzte hatte dann über 200 oder 250 Plätze für Gäste. Das war dann schon eher so ein Speisesaal, so eine Mensa oder so eine Fresshalle halt. Oh, hier gibt es ein klein wenig Stau. Ah, hat sich aufgelöst. Sehr gut. Wir gucken mal kurz die Reviews, was die letzten Gäste sagen. Didn't taste good. Hat nicht gut geschmeckt. I take some. Kein Tee. Set food. Upper Class. Was war der erste? Lower Class. Upper Class, die sind immer ein bisschen mäkelig. Würden aber wahrscheinlich auch mehr zahlen. Ba ba ba. Upper Class. Vegetarier, der ist mal mega zufrieden. Musste nur ein bisschen lange aufs Essen warten. Eventuell müsste ich dann auch mal irgendwann wieder ein, zwei Rezepte mir ausdenken. Könnten wir vielleicht gleich mal machen. Was wurde denn als letztes so bestellt? Gazpacho, ein Salat, rote Bohnensuppe. Eine schöne Suppe. Komm, wir denken uns jetzt mal eine Suppe aus. Rezept. Na. Was wird das Symbol für Suppe sein? So, gucken wir mal. Braun. Ah, das sind keine hübschen. Ah, wobei so eine helle Suppe. Haben wir es nicht ein bisschen grün färben? Okay, gelb. Oh, hier was. Oh. Ah, das sieht ja eigentlich ganz ansprechend aus.
Appetizer, nein, das soll ein Hauptgericht werden. Eintopfsuppe. Ah, das ist oben steht. Suppe. Ein Topf. Nox 1. Ja. Was, das startet mit Fleisch? Das ist ja echt scheiße. Kann ich einfach das Fleisch weglassen? Oh! Okay. Löschen wir. Okay, was sieht nach... Was ist... Nee, das hatten wir schon mal. Salate. Gegrilltes Fleisch. Ach scheiße, hier steht's ja. Oh Gott, bin ich blöd. Pasta. Hatten wir so... Komm. Wir nehmen mal die Pasta. Eine grüne Soße dazu. Vielleicht ein paar Pilze. Basilikumblatt. Dann nehmen wir die Gurkenstreifen. So, Hauptgericht. Ah, für oben. Pasta. Gurke. Gurke mit Pilzen. Startrezept. Okay, zu Pasta. Nehmen wir rote Beete. Ach, Moment. Die guten Sachen hatte ich ja hier unten. Ups, nein, zurück, Pasta. So, jetzt packen wir das mal da rein. Dann kommen wir schon auf 36. Geschmack 3. So. Verträgt sich nicht ganz so gut. Okay. Ich wollte Pilze haben. Wo verstecken sich die Pilze? Das sind keine Pilze. Bohnen. Pilze beim Obst. Nee. So. Okay, schauen wir mal nach der Gewürze. Oh, hier sind Pilze. Mushrooms. Wird es super passen? Komm. Dann gucken wir mal. 61. Okay, die vertragen sich irgendwie nicht. Komm, dann nehmen wir das raus.
67. Gut, jetzt brauchen wir ein bisschen Salz. Salz, das war Mehl. Erstmal nach unten. Mehl, Salz. Salz. Quatsch, hier ist Salz. Zack. 85. Süße und Fettness. Ich glaube, das ist. Wie heißt der Geschmack? Komm. Hier wird Tofu gut passen, ernsthaft. Nein. Auf Tofu verzichten wir. Zucker. Zucker würde zur roten Beete passen. Honig. 92. Okay, da geht aber die Zitrone. Saure runter. Irgendwas Vernünftiges noch. Was? 8 Minuten. Du Heilige. Das dauert mir zu lange. 8 Minuten. 8 Minuten. Scheiße. Was für eine Pasta. Frische Pasta. Kann ich nicht hier oben reinziehen oder wie? Okay, das dauert mir echt zu lange. Komm, wir machen's. Salz, das. Und komm, dann schmeckt man das irgendwie mit. Sake ab. Nein. Ey, Scheiße. Oh. Gemüse, 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 Gelatine. Rote Beete. Senf. Komm. Boah, Gott. Senf hier hinten rein. Irgendwas mit Zitrone noch kommt. Zitrone. Das ist wohl zu viel. 40. Komm. Wir nehmen das jetzt. Auf die Karte. Pasta-Gurke. Für 14, nee. Das dauert super lange, davon langen wir 16. So ein Mist. Warum muss das nur so super lange dauern? Die Zubereitung. Die Gäste gehen raus und schade, die anderen waren gerade
verschwunden. Mist, Mist, Mist. Mittagstisch wieder nicht rechtzeitig rausbekommen. Vielleicht nichts an den Hauptgerichten ändern, wenn die so lange dauern. Irgendwie einfache Gerichte zum Hunger machen. Mäh, Veganer, Scheiße. Mist, dass das jetzt gerade so negativ ist von den Gästen. Die sind schon anspruchsvoll geworden. Oh Gott, was wartet denn hier von der Schlange? Hilfe! Und jetzt gehen sie alle. Oh. Oh nein. Die drehen schon wieder um. Jawohl, die ersten kommen rein. Los, los, los. Hier passen noch mehr rein. Hier passen bestimmt noch mehr rein. Wir brauchen Geld. 20 Uhr. Na ja, gut, 21 Uhr. 15.000. Zufällig einen neuen tollen Koch für vegetarische Gerichte. Das ist schon wieder ein Kellner, Mist. Bräuchte ich mehr Einrichtungen zum Kochen? Wartet. Ich könnte vielleicht hier noch eine Arbeitsplatte reinstellen. Arbeitsplatte. So. Sollte reichen. Mal schauen, ob die genutzt wird. Irgendwie nicht so richtig. Die gehen eher da hinten zum Schnibbeln hin. Okay, die neue Arbeitsplatte ist nicht beliebt. Gut, 17.000. Wie spät ist es? 22 Uhr. Reviews mal schauen. Ihr und euer Warten. Now we eat something better, said Rivoli. Okay, Rivolita. Rivolita. Also Rivolita scheint gut zu sein. Wow. Rivolita und Mango. Irgendwas. Menü. Rivolita. Rivolita. Mango. Irgendwas.
Mangolo. Erhöhen wir die Preise. Weil das so geil schmeckt. So, der Tag müsste dann auch fast zu Ende sein. Hier kommen keine Gäste mehr. Das sind die letzten. Machen wir mal noch den Tagessprung. Wobei, ganz kurz schauen. Exzellent, 40. Oh, mein Essen geht runter, aber natürlich ist meine Kundschaft auch ein bisschen gehobener mittlerweile. Good food. I ordered red bean. I'm really surprised. Okay, wer war das? Vegetarier. So, schauen wir die letzten Orders an. 41, 42. Hallo, Class. Vegetarier. Okay, wow. Also so bequem über 30 nahezu alles. 2000 Euro gut gemacht. So, erstmal Pause. Dann werde ich das Spiel abspeichern. Ich sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.